Als nächstes Beispiel schauen wir uns jetzt an, wie es sich mit Umfragen und Wettbewerben verhält. Beispielsweise sollen Schüler bei Jugendforscht angemeldet werden oder sich einer Umfrage zu einem Medienthema stellen. In jedem Fall kann es dabei zur Übermittlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommen. Entweder werden Namen und Adressen ermittelt oder es werden bestimmte Vorlieben oder Gewohnheiten bei der Nutzung von verschiedenen Medien preisgegeben. So werden beispielsweise in Studienseminaren oder auch Universitäten für Abschlussarbeiten umfragebasierte Themenstellungen vergeben. Die Befragung von Schülerinnen und Schülern kann dabei umfasst sein. Natürlich gilt in diesem Fall wieder die Datenschutzgrundverordnung und das niedersächsische Datenschutzgesetz sowie das niedersächsische Schulgesetz. In dem speziellen Fall von Umfragen gibt es aber vom Kultusministerium sogar einen speziellen Erlass, nämlich den Erlass zu Umfragen und Erhebungen in Schulen. Darin steht, dass solche Umfragen und Erhebungen in jedem Fall genehmigungspflichtig sind. Jeder Einzelfall also beantragt und genehmigt werden muss. Die richtige Behörde ist hier das RLSB, Regionales Landesamt für Schule und Bildung. Eine Ausnahme bildet eine Umfrage an der eigenen Schule. Hier muss aber zumindest die Schulleitung zustimmen. Für Wettbewerbe gilt, die Teilnahme ist stets freiwillig und die Schule darf ohne Einverständnis der Schülerinnen und Schüler oder entsprechender Erziehungsberechtigter keine personenbezogenen Daten übermitteln. Wir erinnern uns nochmal. Datenschutz ist immer als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu sehen. Keine Einwilligung, keine Übertragung von Daten, keine Ausnahmen. Eine informierte Einwilligung ist für Umfragen nicht einzuholen, da eine Teilnahme freiwillig ist. Sonderfälle, nämlich die verpflichtende Teilnahme, sind im § 30.3 Niedersächsisches Schulgesetz geregelt. Da sind Erhebungen, die die Schulqualität intern beleuchten und von der Schulbehörde angeordnet sind, aufgeführt. Konkret heißt das, dass wir uns vorstellen, ein Student möchte unsere Schülerinnen und Schüler gerne im Rahmen einer Umfrage befragen, zum Beispiel von einer Aufgabe an der Universität ausgehend. Es handelt sich dabei um eine Umfrage an der Schule. Also müssen wir folgende Schritte beachten. Beim RLSB muss eine Genehmigung eingeholt werden, um die Umfrage durchzuführen. Die Teilnahme ist in jedem Fall freiwillig. Wir benötigen hier auch keine Einverständniserklärung, da keine eigenen Daten angegeben werden. Jeder kann für sich entscheiden, welche Daten er oder sie angibt.